Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Das letzte Mal ist mal wieder ein wenig her, aber was wir in dieser Folge vorhaben ist, wir haben erst die erste Welt abgeschlossen und haben alle Level davon gekillt. Das heißt, jetzt ist natürlich Zeit für den Boss, und zwar der Tiny Tiger, der hier so einen komischen, nennen wir es mal, einen coolen Hut auf hat. So ein Gladiatorenhut, der so ein bisschen aussieht wie so eine Penner-Baskenmütze. Nein, 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 der kleine Tiger, der hat schon ordentlich Style. Yeah, YOLO! Immer rein da! Ich weiß nicht, ob ich über die schwarzen Screens labern kann, denn das ist zwar Technikgeschwafel, aber... Oh, Moment, Moment. Jetzt geht's los. Crash, Hugo, Stahl und die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatoren-Arena! Ja, dann bringen Sie mal zurück in eine Gladiatoren-Arena. Aber ich meine, ein noch kleinerer Tiny Tiger, der eigentlich kein Tiger ist, aber egal, hat da etwas dagegen. Wow, das sieht da aus wie ein Haarschnitt. Warum grinst du so? Hey, bist du so happy, dass du die Säulen kaputt reißt? Oh Gott, ich hoffe, der Sound ist nicht so laut, denn ich nehme das gerade alles über das HDPVR-Programm auf, was nicht so ganz YOLO-haft ist, denn man muss alles vorher richtig haben, und wenn man es nicht hat, hör auf mich zu killen, dann ist alles scheiße! Genauso wie du. Oh Gott, jetzt kommen die Löwen, oder? Hilfe! Ich hasse die Löwen, bei denen habe ich immer verkackt. Und ich habe fast kein Leben. Oh, ich glaube meine kleine... Ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, der kommt runter und ich fange an zu schnarchen. Okay, ich habe ja noch 19 Leben. Ihr habt ja nicht den Nachteil wie der liebe Zugzugi, der das ja schon mal Let's Played hat. Ich von ihm gehört, dass sie seine Leben immer wieder auf 5 resettet wurden. Ist natürlich nicht so schön. Wir haben den Vorteil, wir spielen mit 19, auch wenn bei Crash Bandicoot kein wirklicher Nachteil dadurch entstanden ist, wenn du keine Leben mehr hattest. Du hast einfach auf Reset gehauen, hast den letzten Spielstand geladen. Wenn du da bis dahin noch nichts geschafft hast, hast du immer noch, was weiß ich, deine 100 Leben oder sowas. Nee, 99 war das Maximum. Halt dich fest! Bam! Und jetzt kommen super viele Löwen und das habe ich so gut wie nie überstanden. Deswegen braucht der Bosskampf immer bei mir so lange. Hi! Man kann sich auch tatsächlich wegschlagen. Hilfe! Hilfe! Ich will nicht! Geht weg! Geht weg! Oh! Jetzt nur nicht treffen lassen! Bam! Bäm, bäm, bäm. Und die YOLO-Grätsche. Bäm, vor das Beinchen gestellt. So muss das. Und ich bin direkt in dem Teil drinnen gespawnt. Das ist auch geil. Da steht Fuhr. Fuhrstärkere Bauchlandung. Okay, nicht für. Die Ü-Pünktchen, die konnten damals wahrscheinlich nicht dargestellt werden. Genauso ist das. Für stärkere Bauchlandungen drücke. Drücke Sprungtaste. Ah, okay, da war wieder ein geiler Übersetzer. Schlimmer als in Yu-Gi-Oh! Tag Force 2. Wenn du mit Alexis aufteamst und dann jedes Mal, wenn du gewinnst, irgendwie... Gute Arbeit, Nico! Lass uns mit der guten Arbeit weitermachen! Ja, das sagt auch jeder, ne? Und da waren so einige Sätze, wo du dir am Kopf hast. Da musst du echt... Mit der Synchro musst du eine gewisse Launespannbreite haben. Blablabla. Ich weiß gerade selber nicht, was ich sage. Auf jeden Fall, am höchsten Punkt, drücke die Kreistaste für nämlich die super Bauchlandung. Ich nenne es mal gerne den... Nee, eigentlich ist es nicht der Supersprung. Doch, nennen wir es den Supersprung oder den Klatscher oder den... mach alles kaputt, ich weiß es nicht. Denn ansonsten den anderen nenne ich den Doppelsprung. Aber der kommt erst noch, ne? Der kommt erst noch. Weiter mit Dreieck ist auch cool, gab es auch noch nie. Dreieck. Oh mein Gott, Crash wird wieder zurückgesaugt. Jetzt kommt wieder Coco, die verprügelt uns bestimmt wieder. Oh oh, die Pedoschutzmaske. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Also, ich will nicht in die Mitte des Raumes und da dann warten, denn mit deiner Meldung... Gut gemacht, Kinder. Da kriegt man doch ein wenig Angst. Ich weiß nicht, was er so in seiner Freizeit macht, ne? Und dann vor allen Dingen irgendwie... Geht in die Mitte des Raumes. Seltsame Pause. Daraufhin wird die Pforte für die zweite Zeitzone geöffnet. Nee, nicht mal. Der hat nicht mal so eine kratzige Stimme, sondern einfach nur... Daraufhin wird die Pforte für die zweite Zeitzone geöffnet. Da kriegst du ja Angst. Apropos, wo ist denn meine liebe Coco? Da bist du. Hi, alles gut bei dir? Ich habe heute noch Crash Bash gespielt und bin da drin ein wenig ausgetickt. Aber auch nur ein bisschen, weil ich in einem einfachen Level die ganze Zeit verkackt habe. Und Coco hat so ein lustiges Stimmchen in Crash Bash. Und zwar das Einzige, was sie sagt, ist das, was du im Ladescreen von ihr hörst, wenn du sie anwählst. Und dann macht sie ein Ha-ha-ha-ha. Das ist ganz toll. Die können auch nicht reden, ne?
Die können nur irgendwelche komischen Lachen machen. Crash macht ja immer seine Superlache hier. Oh, Gewitz ist ein toller Name. Das wäre Dingo da mit seiner grinsenden, stinkenden Visage. Ich mag Dingo Dial nicht. Das war gar nicht. So, ich muss mal meine Uhr neu platzieren. Warum musst du uns denn immer einkaufen? Ach du Scheiße! Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Ja, bestimmt. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Okay, das nächste Mal mache ich es nicht mit der YOLO-Grätsche des Todes. Was weiß ich, das nächste Mal mache ich es mit dem Super-Bauchplatscher. Den Super-YOLO-Klatscher des Todes. Oder des YOLOs, ich weiß es nicht. Boah, ich liebe diese Musik. Die ist auch in der Minecraft-Playlist drin. Playlists. Nee, ist eine neue Art vom Let's Play, ne? Nur, dass man da einfach nur Musik hört. Ich setze mich hier hin, höre Musik und... Was weiß ich, mache die Webcam an und ihr seht mir dabei zu. Dann sitze ich da und wackel mit dem Kopf. Ach, guck mal, wohnt hier nicht der liebe Andreas? Hallo, Andreas, ist dir klar, dass du eine Froschplage draußen hast? Nö, ist mir nicht klar. Verschwinde von meinem Grundstück. Ja, geh doch weg hier. Und wisst ihr, was der Superbauchplatscher ist? Der normale Bauchplatscher. Den habe ich bestimmt schon mal gezeigt. Weiß ich nicht. Hätte ich eventuell mal tun sollen. Aber auf jeden Fall, das ist der Superbauchklatscher. Bam! Damit kann man solche mit Stahl verstärkten Kisten und sowas aufmachen. Wer stellt eigentlich eine Bank? Das sieht zumindest aus wie eine Bank. Einfach hier so mitten rein. Ich weiß es nicht. Und so ein schickes Zelt, es hat sehr viel Sinn. Einfach so neben so einen Weg und eine hüpfende Nitro-Kiste. Nee, ist alles klar. Hallo, lieber Frosch. Schön, dass du mich nicht getötet hast. Ich nehme mal gerade hier die paar Äpfel, denn Bonusleben sind ganz schön. Ein nackter Zauberer. Habe ich es gerade geschafft, an ihm zu sterben oder ein Leben zu verlieren? Oh nein, der Bart war gefaked. Nein. Dreck mal einen Bauchplatscher drauf, damit den keiner mehr verwenden kann. Ist er ja noch platter, als das jetzt ist. Ist da vorne schon das Levelende? Das sieht so aus wie das Levelende von davor. Oh, die Neocortex-Siege mit den Enden auf seiner Schürze, dass man so gerade noch erkennen kann. Das ist tatsächlich ein wenig unscharf. Komm her, meine liebe Ziege. Willst du mich aufhalten? Willst du mich aufhalten? Zu meinem Weg in Richtung Cortex, um ihn voll in den Arsch zu treten. Oder eher zu meinem Weg zu Neo-Gin. Das finde ich nämlich den interessanteren Boss, weil du von dem die Äpfel-Bazooka kriegst. Ja, das ist eine Bazooka, die Äpfel schießt. Komm her, ihr Penner! Gehen sie fliegen. Kriegst du auch noch einen Apfel raus. Den würde ich zwar nicht essen, wenn so ein kleiner Frosch den auskotzt, aber naja, YOLO, ne? Das denkt sich Crash Bandicoot auch die ganze Zeit. So ein extra Leben, nimmst du auch mal mit. Warum bleibt das da oben? Sonst sammelst du da doch immer direkt ein. Da gibt's noch ein extra Leben. Ja, nee, das ist schön. Und ich habe die Sprungkiste kaputt gemacht. Aber für ein extra Leben macht man das schon mal, ne? Wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, YOLO, ich sollte aufhören, das Wort zu sagen. Das ist ein Klassikerspiel, da verwendet man keine neumodischen Schandworte. Seit wann ist YOLO denn ein Schandwort? Seit, keine Ahnung, seit der Typ da in sein Zelt zurückgeflogen ist. Ich hasse die Zauberer. Au, das war knapp. Geh weg. Das ist schon ein bisschen bitter, dass du den ausziehen kannst, wenn du den triffst. Kannst du? Nee, ich dachte, du rennst aus dem Spielfeld ran. Das Hühnchen kann man übrigens erst, also das kannst du tatsächlich killen. Ich weiß nicht, was es bringt. Wenn du die Äpfel-Bazooka hast, wie man sieht, kann man den nicht treffen, selbst wenn du ihn tatsächlich in der Drehung erwischt oder was weiß ich. Vielleicht kann man ihn mit dem Bauchklatscher treffen. Komm her, Hühnchen. Ah! Okay, das war voll daneben. Hi, Hühnchen, bleib doch mal stehen hier. Kommst du jetzt nochmal rum? Nee, willst du nicht? Okay, dann kessel ich dich mal ein. Ach, dann leck mich doch. Und fress doch weiter deine Körner und belästige hier den Sebastian, der hier rechts im Haus wohnt. Nee, der alte Nörgelkönig hier. Einfach weiterrennen und ignorieren. Das interessiert doch keine Sau. Guck mal hier, selbst die Vögelchen regen sich schon über den auf. Und vor allen Dingen über dich. Dämlicher, schwerter Schleuder da, Penner hier. Wo kommen die ganzen Frösche her? Also hier mit den Gottesplagen, die sehen das hier sehr ernst, ne? Da haben sie sehr viele sehr viele Schwerter schwingende Heinis mitgeholt. Die gab es aber nicht bei den 7 Plagen, oder wie das war. Das ist jetzt weniger als 7 Mann. Du blamierst dich schon wieder. Haha, du kannst nicht über den Abgrund schießen. Sieh mir zu, wie ich den Bauchplatscher mache. Der Bauchplatscher des YOLO-Tums. Au! Was soll das denn? Nur weil ich eine Schutzmaske hab? Guck mal, das gibt's doch nicht. Immer wenn meine Schutzmaske auftaucht, sagt sie übrigens ein spezielles Wort, was man nicht ganz identifizieren kann, aber es hört sich an wie, hol mir doch! Im Sinne von, hol mir doch Bier! Und Crash Bandicoot rettet dadurch immer die Welt, aber auch nur durch Zufall, denn eigentlich sucht er nur das Bier für Aku Aku und Aku Aku taucht immer neben ihn auf und brüllt ihn an. Wo ist denn mein Bier? Du Arsch, du! Boah, geil! Ich meine, toll, geil darf man ja nicht mehr sagen. Ich habe gerade mit dem Fröschlein hier, habe ich die Nitro-Kiste weggeschniddelt. Weggeschniedelt.
Wer sich fragt, was eine Nitro-Kiste bringt, weil es muss ja nicht sein, dass jeder Crash Bandicoot gespielt hat, sollte aber so sein. Die Nitro-Kisten explodieren sofort, sobald du sie berührst. Das heißt, du wirst pulverisiert. Wie die TNT-Kisten, die anfangen zu ticken, sobald du sie antickst, also sobald du sie berührst oder mitnimmst oder sonst irgendwas, fangen die an zu ticken und nach 5 Sekunden explodieren die. Nee, nach 3 Sekunden. Hör mal jetzt, nimm mal deine Crash Bandicoot-Fakten hier richtig, das gibt's doch gar nicht. Wenn du denkst, du willst hier einen Crash Bandicoot-Let's Play sehen, dann hörst du nur so einen unqualifizierten Penner, der irgendeine Scheiße labert. Oh oh, meine Sprungkürze sind nicht so gut, gerade mal testen. Okay, das müsste klappen. YOLO! Ah, nein, nein! Verflucht! Alles wieder weg! Oh Menno, ist ganz schön eigentlich, weißt du, ich fall die Klippe runter und mir werden die ganzen Äpfel, die ich gesammelt habe, hinterhergeworfen. Die fliegen ja alle aus dem Teil da raus und so gesehen fliegen die nach unten. Das heißt, im Prinzip fallen die mir nach und dann kann ich die unten im Wasser aufsammeln. Kann Crash schwimmen? Ich glaube nicht, ne? Der hängt ja immer nur an seinem Haus rum, das macht er, glaube ich, dauerhaft, solange er nicht für Akku-Akku unterwegs ist, um sich ein Bierchen zu holen oder um ihn ein Bierchen zu holen. Akku-Akku ist leider nicht so schön und gibt ihm immer eins ab. Deswegen, ich weiß nicht, Uka Uka ist auch ganz nett zu dem lieben Cortex, denn der lässt ihn dann auch mal irgendwie so ein Bierchen haben. Obwohl, Cortex ist viel zu jung dafür, der trinkt dann lieber Orangensaft für die ganz harten. Der trinkt Milch, und zwar hochprozentige, mit 3% Milch. Und zwar auch noch Vollmilch, frisch aus einer Kuh, hängt da unterm Euter. So, gut hier, ich glaube, an die Kiste kommst du nicht ran, oder? Weil man hat ja gerade gesehen, ich kam nicht mal rechtzeitig zurück. Ich glaube, du musst dann tatsächlich, wenn du die Bazooka hast, musst du die Kiste wegknallen. Oder kommt man da irgendwie dran? Ich glaube nicht, leider. Tja, dann muss ich hier wohl weiter, ne? Finde ich schade. Was passiert, wenn ich jetzt da drauf gehe? Warte mal, ach so, das muss ich auch machen. Das soll mich hier wohl so ein bisschen einleiten dafür, dass man so Kisten jetzt spawnen lassen kann. Das ist ganz schön. Aber das heißt, den Edelstein hier können wir uns erst holen, wenn wir die Bazooka haben. Ich weiß auch nicht, Moment. Hol mir gerade mal die Müllermilch hier rüber. Kein Sponsor, denn das war das Einzige, was noch im Schrank lag. Eigentlich mag ich die Müllermilch-Schoko nicht so sehr. Das ist der Decke. Die ist ganz gut, aber die ist auch nicht so super duper lecker. Da gibt es einen schöneren Kakao. LOL. Hast du das gerade echt gehabt? Oh, Moment mal. Das schmeckt wie der Kakao, den ich sonst immer trinke. Wenn ich den Kakao in die Zuckerdose reingegossen habe oder so. Also leicht süß. So ein ganz kleines bisschen. So wie meine Mutter das mal gemacht hat, war ein bisschen abgelenkt und wollte mir einen Tee machen. Das heißt, Tee war schon fertig und wollte mir ein bisschen Zucker aus diesem Zuckerglas heraus, wo wir Zucker drin haben. Was macht sie? So ein bisschen unaufmerksam gerade und er hat mich durchgeschnitten. Das tut doch weh. Du Scheiße. Ja, ich bin auch gerade sehr aufmerksam, so wie das scheint. Und zwar hat sie es dann geschafft, nicht den Zucker in die Teetasse reinzutun, sondern den Tee in das Zuckerglas. Ah! Ist das ekelig! Es wird immer schlimmer, von der Pedomaske zu irgendwelchen bärtigen Typen, die mich knutschen wollen. Armer Crash, geh weg jetzt! Geh weg! Oh, das wird immer schlimmer, ich verkacke gerade. Wie sonst irgendwas? Muss ich nicht nochmal machen. Ich dachte, die Bonus-Stage müsste ich jetzt gleich nochmal machen. Schade, dass du nicht wieder in die Nitro-Kiste reingehüpft bist. Hätte ich hier, glaube ich, mehr Zeit lassen müssen, oder? Von dem lasse ich mich jetzt nicht auch noch killen. Könnte man dann zwar schön mal zeigen, wie die ganzen Todesszenen hier aussehen. Aber kann man auch sein lassen. So, diesmal warte ich. Hallo! Und auf dich warte ich auch noch. Hallo! Alles gut? Schau mir mal den Edelstein. Das ist übrigens ganz lustig, wenn man sich den Edelstein nicht schafft, kannst du das Level einfach nochmal machen. Das hat dann einfach nur nichts gebracht. Mehr ist nichts passiert. Mehr ist nichts passiert, Junge. Was passiert jetzt? Ah! Die Kiste aus der Bonus-Stage. Die muss man doch irgendwie kriegen können. Es mag doch Leute geben, die damit anfangen und direkt auch die Edelsteine und Kristalle oder Relikte sind das ja hier. Das ist ja nur bei Crash Bash ist das letzte Jahr der Kristall. Vielleicht willst du den einfach vorher haben oder sowas. Oder das ist einfach das einzige Level, wo du wirklich im Nachhinein zurückkommen musst. Weil, um das komplette Spiel durchzuspielen, musst du ja zwangsläufig... Warte, wo ist das Level? Renn mal hin da. Nee, hier war es nicht. Hier kriegst du, glaube ich... Nee, warte. Hier kriegst du, meine ich, den Doppelsprung. Das müsste der Endgegner von... das müsste Dingo Dai sein. Hier der Typ, der immer mit der Zeit spielt. Ich weiß nicht, wie der hieß.
Irgendwas mit Doktor, bla bla bla. Doktor, ich habe eine Zeitmaschine und irgendwelche pulsierenden Maschinen auf dem Rücken. Und habe so ein komisches Pumpgeräusch, wenn ich auftrete. Was kriegt man von dem? Oder gab's bei dem? Nee, Doppelsprung gab's bei Dingodile. Das war klar. Und bei dem? Vielleicht das Sprinten, weil der ist ja der Zeitboss. Und du kannst dadurch ja durch Sprinten, kannst du besser mit der Zeit... Nee, Sprinten kriegst du bei dem Letzten, hier beim Cortex, wenn du den besiegst. Mit seiner, Antipedo-Maske, denn hier hat ja eine Stimme, als ob sie viel zu viele Viagras hier genommen hätte. Und hier kriegst du die Bazooka her. Das heißt, das war die andere Fähigkeit, die man kriegt. Ich weiß es nicht. Also hier war ja der Supersprung. Eins von den beiden war Doppelsprung. Ich meine wirklich Dingodile. Aber was kriegst du denn hier? Ich meine irgendwas, was mir... Ach so, ja, genau. Man kann ja den Move hier machen. Und zwar ganz kurz. Wenn du tatsächlich diesen Boss besiegst, oder es war der, ich will meine Informationen oder meine Fakten jetzt hier nicht falsch kriegen, dann kannst du mehrmals Viereck drücken und er dreht sich, glaube ich, bis zu 5 Sekunden lang und wird immer schneller. Das heißt, du bist so gesehen länger vor Gegnern geschützt, was zum Beispiel sehr gut für den ersten Kampf ist. Und der Doppelsprung wird ganz gut hier für den Kampf sein, denn das werdet ihr irgendwann noch sehen. Ich will nicht spoilern. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung und alles. Ich check das jetzt mal aus, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Und wenn ihr mehr von Crash Bandicoot haben wollt oder vielleicht sogar von Crash CTR Racing, da sind wir ja auch noch dran, dann sagt mir das doch, denn an diesen Spielen habe ich jede Menge Freude, nur nicht, wenn ich sie komplett durchspielen werde, denn ich glaube, da werde ich irgendwann anfangen zu ragen, denn ich kann mich noch daran erinnern, als Kleinkind habe ich so einige Zeit-Challenges nicht auf die Reihe gekriegt. Aber jetzt sind wir ein paar Jahre älter. Ein paar! Ungefähr 11 oder 12 Jahre älter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und haut rein. Bis dann! Ciao! Crash, du hast daneben geguckt. Ciao!